Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Landwirtschaftssimulator 2017 Bio. Wir sinken hier gerade in den Fluss ein. Hier, von hier sieht es mal gar nicht so... Oh, guckt euch das mal an. Stellt mal vor, wir fahren auf den Berg. Meint ihr wirklich, der würde das aushalten? So, Vorwärtsgang ist drin, wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Und... Oh, komm, kämpf dich raus, kämpf dich raus, kämpf... Ich mach mal die Perspektive, ist ein bisschen angenehmer. So. Das war's dann mit der Perspektive. Und wir haben das Wasserfass endlich aufgefüllt nochmal wieder. Die Tiere dürfen jetzt genug Wasser haben eigentlich noch. Ey, was würdet ihr denn machen, wenn ihr als Passant auf der Brücke geht und so einen Trecker halb reinfliegen seht? Ey, stellt euch das mal vor, das macht ihr mit der Realität. Fährt so tief im Fluss rein, um sein Wasserfass aufzufüllen. Ich weiß gar nicht, macht man das in der Realität auch mit einem Fluss? Das könnt ihr mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich nehme in Staffeln auf, deswegen kann ich jetzt noch nicht direkt darauf reagieren. Und das eine Goldner gekommen, das gönnen wir uns nochmal. Da vorne ist es. So. Ich finde, der hört sich irgendwie cool an. Ach so, und was mir aufgefallen ist, was ich schade finde, guck mal hier, da kann man jetzt nämlich hier Marken und nur noch Kategorie. Das heißt, man kann die Mods gar nicht mehr abgetrennt sehen, sozusagen. Ich möchte euch aber mal einen Mod zeigen. Und zwar ist das der... Wo ist er? Ach, den habe ich glaube ich gar nicht aktiviert hier. Naja, egal. War halt ein Trecker, auch von Klaas. Und der hatte alles so reingebaut. Das war auch eigentlich ziemlich cool. Also da konnte man auch dieses IC anschalten. Und so weiter. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh, ist er fertig? Krass, er hat durchgehalten. So, dann gönnen wir uns eventuell gleich nochmal ein neues Feld. Mal schauen. Ich mache das nochmal auf Weizen. Auf Mais? Kann man damit Mais sehen? Nee, das ist glaube ich kein Mais, oder? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall Weizen. So, ich möchte mal kurz gucken, wie das aussieht mit dem Preis von diesem Feld hier. 85.000. Was ist denn hier gerade drauf? Sonnenblumen. Oh, da haben wir, glaube ich, noch nicht mal ein Gebiss für, ne? Haben wir kein Met? Doch, wollte gerade sagen. Die sind eigentlich immer sonst vorne. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Wir können es jetzt aber mal Tiere kaufen. So. So. Achso, wir müssen gleich dafür die Plane öffnen, ne? So. Einmal die Tiermenü öffnen. Wir waren jetzt da bei den Schafen gelandet. 4.000 pro Stück. Die haben 50.000. Ich würde mal sagen, wir reichen erstmal 5 ein. Bestätigen. Jupp. Und da sind sie drin. Sind sie nicht süß, die kleinen flauschigen Biester? Oh, hier mal aus der Sicht vom Schaf. Moment. So, das interessiert mich mal. Oh, die jetzt aber eigentlich hier schön mit Abgas vom Traktor dann noch. Da. Ah, da muss ich mal einen Screenshot von machen. So. Und noch eins, weil es so schön ist. So. Achso, wenn ihr euch fragt, wie ich das wegmache, da gibt es nämlich einen Mod für Hutheiler, heißt der. Da drückt man einfach Alt und dann jeweils 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube, das geht bis 6 hoch. Dann kann man dann nämlich die einzelnen... Achso, die sollen natürlich keinen Dreck abkriegen. Dann kann man dann nämlich die einzelnen Sachen wegmachen. Man kann zum Beispiel oben diese Uhr wegmachen. Dann kann man die Wetteranzeige wegmachen. Man kann das Geld wegmachen. Man kann... unten rechts die ganzen Anzeigen wegmachen. Man kann sogar auch nur den Traktor mit dem Anhänger da lassen. Man kann unten links die Karten... Ja gut, die kann man sowieso wegmachen. Man kann oben links das wegmachen. Da gibt es aber noch einen Befehl für die Lok für. Ja, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wie das geht mit dem Lok, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber ich glaube, das müsste eigentlich jeder wissen. Oder einfach mal auf YouTube eingeben. LS17 Log. Reicht schon. Man kann die sonst auch einsehen, wenn man unter My Games geht, also unter Dokumente, My Games, Farming Simulator
2070, na okay, ich hab's verkackt. 2017, genau. Farming Simulator 2017 geht und dann dazu dann noch eingibt. Dann kriegt man da so einen Ordner und dann kann man da. Dann kann man da unter Log das Ganze eingeben. Also nicht eingeben, sondern gucken, was da so ist. Und jetzt können wir hier gucken. So. Motorstopp abkoppeln, Türmenü öffnen, 4 Anhänger heben. Ne, wie mache ich die denn da raus jetzt? Weiß nicht, ob die es abkönnen, wenn man rückwärts fährt. Nachher wird die noch schlecht. Wie kriege ich denn jetzt da hin? Wobei, warte mal. Nee. Guck mal da, was unser lieber Freund und Helfer in Inspector Mode anzeigt. Scharf 50%. Moment. Abladen. Bestätigen. Ja. Ein Tier? Wollen mich verarschen? Abladen. Abladen. Bestätigen. Ja. Sehr schön. Dann haben wir das ganze Klumpatsch mit den Schafen hier schon mal fast fertig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Gras an Mann kriegen. So, den fahren wir nochmal unter den Unterstand. Wir hatten jetzt ja extra einen Unterstand gebaut für die Tiere. So. Jo, perfekt gegen Pfosten gefahren, würde ich mal sagen. Einmal hier rum. So. Und abkoppeln. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt Schafe. Und jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen hier um die anderen Viecher kümmern. Also wir haben ja noch keine, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ein bisschen hier um... Wobei, das müssen wir noch gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Kühe jetzt kaufen in nächster Zeit. So, und ich würde sagen, ich habe noch so einen Mod drauf, dann kann man die Zeit vorstellen. Ich glaube, ich habe den hier aktiviert. Ja, habe ich. Und zwar können wir hier jetzt nochmal kurz bei den... Sieht man das hier nicht auch irgendwo? Nee. Können wir hier nochmal ganz kurz bei den Schafen vorbeigucken, ob die Wasser haben, weil Wasser ist ja erstmal das Wichtigste. Genau, Sauberkeit 100%. Und jetzt gehen wir nämlich hier in die Hocke. Und, Achtung, jetzt geht's hier mit der Zeit rund. So, erste Schicht. 100% Sauberkeit immer noch. 25.000 noch auf dem Konto. So, ist er jetzt fertig? Ich glaube schon, ne? So. Ja, wobei, der sieht doch noch ziemlich lasch aus. So. Einmal rückwärts eingeschlagen. So. Ich glaube, der ist noch gar nicht fertig. So. Wo ist denn sein Problem hier, Mr. Helfer? Moment mal. Möchte er vielleicht hier hin? Alles klar. Ach, das liegt bestimmt an diesem Mod, ne? AI Extension oder was da gerade stand. Oder er ist halt wirklich noch nicht reif. Ich glaube schon, dass der reif ist. So. Ich weiß gerade nicht so genau. Nein, nein, nein. Ich werde nochmal schauen, ob ich da irgendwas finde zu. Und jetzt soll es auch noch regnen. Ich glaube, die Felder werden jetzt nochmal fertig sein, oder?
das sieht noch ganz gut aus hier, aber... die Felder, jetzt mal erntereif hier eventuell. Ja. Kraut entfernen. Okay. Dann fahren wir uns nochmal kurz zu den Feldern hin. Eben mal schnell mit dem Mähdrescher hier. Wobei 32 ist ja doch eigentlich schon ein stattliches Tempo. Bow. Achso, habe ich jetzt eigentlich einen Kurs, dass man das eventuell zu dem Feld hinfahren kann, lassen kann. Geführung, Hof Denton Bakery, Denton Bakery Hof. Ne, haben wir aber nicht. Oh doch, vielleicht. Feld Nummer 19 Hof. Hof, Feld Nummer 19. Perfekt, Leute. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin hier, Mähdrescher? Warte doch mal. Wo willst denn du hin? Ja, jetzt hat er es, oder? Jetzt hat er es. Oder? Ja, jetzt hat er es, oder? Oh, 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 oh. Oh, Mann. Okay, ich glaube, wir fahren ihn doch lieber selber. So. Gut, dann jetzt halt hier nochmal so eine kleine Fahrpassage. Wo wir nochmal ein bisschen reden können. Ich nehme in Staffeln auf. Ich glaube, das wisst ihr noch gar nicht. Habe ich noch nie erwähnt in meinen Videos. Deswegen kann ich noch nicht auf die Themenvorschläge, eventuell, wenn welche gekommen sind, reagieren. Ja, ansonsten seht ihr hier oben links die FPS. Also manchmal habe ich FPS-Einbrüche. Ich habe das natürlich extra angemacht für euch, damit ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, woran das eventuell liegen könnte, dass ich manchmal FPS-Einbrüche habe. Ich nehme im Fenstermodus auf. Und ich hoffe mal, dass ich draußen das Gewitter herausfiltern kann. Weil es ist gerade ziemlich heftig geworden. Naja, gut. Muss ich halt versuchen nachher dann. Ja, ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge schon gesagt habe. Ich habe jetzt eine... Oh, 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 oh. Da sind wir schon. Ich habe jetzt eine Website. Ja, ganz alleine gemacht. Soll auch keine Werbung sein für Jimdo. Aber ich habe es mit Jimdo gemacht. Gut, das klappt. Hat er auch Strohablage draußen? Moment, 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 Moment. Helfer entlassen. Ich mache das mit Curseplay, dann habe ich nämlich hier direkt den Kurs. So, wir haben im Feldrang Kurs 19. 19 Arbeitsbreite sagt uns bestimmt der Taschenrechner. 7 Meter. Südwest wollen wir starten, Richtung Norden. Zack. Und auf dem Feld wenden können wir ruhig ausmachen. Abfahre einstellen. Kurs speichern unter Feld 19 Drescher. Feld 19 Drescher. Perfekt. Das müsste laufen. Dann holen wir uns in der nächsten Folge. Ich möchte das mit dem hier machen. So, holen wir uns in der nächsten Folge einen Anhänger und laden den dann teilweise gegebenenfalls ab. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, auch mal auf meiner Website vorbeischaut und mir ein Abo da lasst, dann werdet ihr nämlich immer informiert, wenn irgendwas auf meinem Kanal passiert, also wenn ich ein Video hochlade oder sowas. Wenn ihr das nicht kriegt, dann müsst ihr mal die Glocke anklicken. Jo, alles klar. Die Glocke anklicken. Weil YouTube hat in letzter Zeit so ein ganz kleines Problemchen mit den Benachrichtigungen. Ich weiß aber nicht, ob es schon gefixt ist, weil ich nehme ja in Staffeln auf. ja, es würde mich auch freuen, wenn ihr mich weiterempfiehlt und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.